des Vorbereitens geht jetzt zu Ende und jetzt beginnt der Tag der Ehe. Wie viele von euch wissen, ist dieser Tag der Ideen das Abschlussevent der Radtour Ideen erfahren 2011. Und wir würden uns freuen, wenn von jetzt an wir einen gemeinsamen, wunderschönen Event hier oben verleben würden, im Schwarzwald. Seit ca. 15 Tagen waren wir unterwegs mit fast 40 jungen Leuten von Darmstadt bis hier, bis Schönau in Schwarzwald. Wir haben jeden Tag Projekte besucht, Unternehmen und Menschen, die Visionen haben und die auch leben, die Ideen haben und zeigen, schau mal, man kann die Zukunft verändern. Und genau darum geht es auch heute, dass wir Ideen zeigen, dass wir aber auch ganz stark unsere eigenen Ideen, Visionen und Träume entwickeln und schauen, wie können wir denn anfangen, was umzusetzen. Da ihr nun Ideen erfahren habt und der Tag der Ideen da ist, um vor allem Geschichten und Ideen auszutauschen, wollen wir damit gleich anfangen und uns einander zuhören. Was Essentielles für Ideen, weil Ideen sind ein Gedanke und diesen Gedanken möchte man auch gerne in Worte fassen. Und gerade in Geschichten und vor allem in spontanen Geschichten erzählen, da kommt sehr viel Unbewusstes hoch. Ideen erfahren. Studierende mit Migrationshintergrund, die diesen Referenten didaktische Grundfertigkeiten nahebringen in Form von Wochenendseminaren. Und das ist nur ein ganz kleiner Bereich. Also ich arbeite auch in der ganzen Frage zur Vielfalt im Lehrerzimmer. Und unser Hauptaspekt sind eigentlich die sozialen Berufe. Also. Aber dass da vielleicht in unserer Generation noch mehr abfließen können. Was wären mögliche nächste Schritte? Also wie könnte man jetzt wirklich konkret weitermachen? Ein Ansatz ist, dass wir sagen, wir möchten Votings, also Abstimmungen machen online, welche Themen denn relevant sind, was sich die Bürger wünschen würden, also was zum Beispiel jetzt bei einer Gesundheitsreform oder einer Pharmareform auf die Wunschliste kommen sollte. Und das wird quasi öffentlich diskutiert im Internet auf dieser Plattform. Und die relevantesten Themen gehen dann ein in die Basisarbeit dieses Bürgerlobbyisten. Ich bin Thomas Hahn. Ich bin hier, weil ich das Konzept vom Tag der Ideen sehr gut finde. Was mich überwältigt hat heute, war jetzt natürlich die Konstellation, dass ich einen ganz, ganz speziell qualifizierten Menschen hier gefunden habe, der genau Lust darauf hat, ein Projekt umzusetzen, was ich gerne machen wollte. Das ist eben diese Bürgerlobbyismus-Idee. Also im Endeffekt halt gemeinsam über Crowdfunding halt Gelder einzusammeln, um von den Bürgern aus eigene Lobbyisten den Politikern an die Seite zu stellen, die halt eine Gegenmeinung schaffen zu den Lobbyisten, die halt von der Wirtschaft, von der Industrie bezahlt werden. Ja, das ist ein Lottogewinn, ja. Und ja, ich finde, das zeigt halt auch sehr schön, wie dieses Forum funktioniert, weil man weiß, man ist ja hier, weil man eine Einstellung teilt, nämlich die Einstellung, dass es halt eine positive Zukunft geben muss, dass man an einer positiven Zukunft arbeiten muss, wenn man diese möchte. Ja, wir haben uns ja mit dem Thema globalen Lernen beschäftigt. Wir kamen, glaube ich, alle relativ einstimmig zu der Einsicht, dass es wirklich darum geht, im Grunde Bürger zu erziehen, ohne das Erziehen jetzt überzuinterpretieren, die fähig sind, ihren kritischen Verstand zu benutzen und die mündig sind und die sich ihre eigene Meinung bilden. Es war eine ganz, ganz volle Zeit und ganz viel, also der Kopf war ganz viel beschäftigt und die Beine waren schwer am Radeln und sind beide jetzt, glaube ich, ganz schön müde. Und merkst du jetzt so für zu Hause, wenn ich jetzt nach Hause komme, müssen jetzt die Hände was tun. Also so irgendwie eine Brücke schaffen, dass jetzt was in den Beinen ist und was im Kopf ist, dass das irgendwie in die Tat umgesetzt wird. Und